Klaus Fischer, das ist doch der Mann. Ach, Klaus Fischer, ist das nicht der mit den blauen Augen? Ist nicht so, dass ich ja regelmäßig da angesprochen werde auf meine blauen Augen. Strahlend blaue Augen, ja, aber bekannt ist Klaus Fischer für seine Tore. Klaus Fischer, Fallrückzieher. Klaus Fischer, Mr. Fallrückzieher. Klaus Fischer, den kenne ich nicht wegen seiner blauen Augen, sondern wegen seiner super Tore. Fallrückzieher hat er gemacht, super klasse. Und ein Tor wird immer in Erinnerung bleiben. Abramczyk, sehr schön diese Flanke. Fischer. Ein schöneres Tor kann man nicht mehr schießen. Das war das Länderspiel gegen die Schweiz in Stuttgart. Und wir haben ein gutes Länderspiel gespielt. Und dann kam eben die Flanke von Abramczyk. Die war ziemlich hoch und es war eigentlich nur, um den Fallrückzieher zu erreichen. Und es ist mir perfekt gelungen und eben dadurch dieses Tor. Ein Tor, das die Menschen auf Anhieb begeistert. Klaus Fischer, waagerecht in der Luft, unnachahmlich. Selbst Bewegungsexperten analysieren seine Fallrückzieher. Ich muss den ganzen Körper in der Luft drehen, zu genau einem Punkt in Raum und Zeit den Ball treffen, damit er überhaupt eine Chance hat, ins Tor zu fliegen. Tor des Monats, Klaus Fischer, Juni 1977. Herzlichen Glückwunsch. Sechsmal schießt Fischer das Tor des Monats in der Sportschau. So oft wie niemand anders. Sein Fallrückzieher gegen die Schweiz wird natürlich das Tor des Jahres 1977, später das Tor des Jahrzehnts und Tor des Vierteljahrhunderts. Viele sprechen bis heute vom Jahrhunderttor, aber das ist es nicht. Klaus Fischer also mit dem zweitbesten Tor zum Tor des Jahrhunderts. Platz 1 geht an Helmut Rahns Siegtor beim Wunder von Bern. Macht aber nichts. Klaus Fischer, der Mann aus dem Bayerischen Wald, wird trotzdem berühmt. Das war Klaus Fischer in meinem Leben. So schöne Tore habe ich nie wieder gesehen. Klaus Fischer wird mit Fallrückzieher verbunden. Aber 267 andere Bundesliga-Tore, die werden da gar nicht erwähnt. Doch werden sie. Nur Gerd Müller und Robert Lewandowski haben in der Bundesliga häufiger getroffen. Los ging alles in Niederbayern, in Fischers Heimat, 8 Kilometer entfernt vom beschaulichen Zwiesel. Ich habe erst mit 11 Jahren beim SC Zwiesel angefangen, Fußball zu spielen, weil 8 Kilometer zu Fuß geht nicht. Auto hatten wir keins, Fahrrad hatte ich bis dahin auch keins und ein Bus fuhr auch nicht. Also haben wir Fußball spielen gelernt. Auf der Wiese. Später startet er im Ruhrgebiet auf Schalke so richtig durch. Der erste Einsatz im Nationaldress lässt aber auf sich warten, weil Fischer in den Bundesliga-Skandal 70-71 um verschobene Spiele verwickelt ist. Das war eine ganz harte Zeit. Nicht nochmal. So ist das Spiel in Stuttgart am 16. November 1977 erst Fischers 8. Auftritt für die DFB. Sehr schön diese Flanke. Fischer! Klaus Fischers Fallrückzieher. Ein Tor für die Ewigkeit. Sagenhaft.